Dieses Video wird dir präsentiert von OneFootball, der Fußball-App, der ich seit vielen Jahren vertraue. Auf OneFootball hast du die Möglichkeit, egal ob News, vergangene Spiele, momentane Spiele oder zukünftige Spiele, dir alles anzuschauen, angepasst an deine Wünsche. Ob Mannschaft, Nationalmannschaft oder eine Liga, du bekommst für dich individualisiert alle Informationen in der App. Und im Zweifelsfall, wenn du es eingestellt hast, auch als Pop-up-Nachricht, wenn mal wieder irgendein großer Transfer durch die Decke gehen sollte. Gleichzeitig bekommst du immer einen Live-Ticker. Du bekommst die original, wirklich bestätigte Aufstellung. Und du bekommst natürlich die wichtigsten Statistiken und hast hinterher die Möglichkeit, deinen persönlichen MVP zu bestimmen. In der Beschreibung findest du jetzt einen kostenlosen Link. Ich persönlich nutze die App seit vielen Jahren. Schau also sehr, sehr gerne vorbei. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. So, okay, machen wir uns ready. Geht gleich los. Wie sieht's aus? Seid ihr aufgeregt? Das wird kein leichtes Spiel. Das wird wirklich kein leichtes Spiel. Ich hatte mir schon mal ein paar Notizen gemacht. Ich werde gleich mal eben alles mit euch durchgehen, wenn das okay ist, ja. Ihr müsst heute auf den Linien super gut aufpassen. Also, boah. Ihr wisst, dass da echt Tempo heute auf uns wartet, oder? Ja, ich freue mich auch. Was? Oh ja, stimmt. Du hast recht. Die sollte ich abnehmen, danke. Hast du das letzte Mal mitbekommen? Ja, da war ja auch wieder Diskussion wegen den Armbändern. Oh, El Shiri, darf das auch niemand? Ja, alles okay. Danke für die Info. Da kann ich die theoretisch direkt mal gegen die Uhr tauschen, was? Ja, mache ich jetzt gleich. Also, ich hatte mir ein, zwei Sachen notiert. Du musst auf die Nummer 9 aufpassen. Ja, auf beide. Die ziehen halt wirklich direkt richtig los. Genau. Ansonsten, was hatte ich noch? Ausverkauft, genau, ausverkauft natürlich. Heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir da auch gute Stimmung haben werden. Schauen wir mal, dass wir die vielleicht eventuell, wenn es funktioniert, nicht gegen uns haben. So, okay, gucken, dass die Uhr auch klappt. Ja, das war auch das Tor angezeigt bekommen. Okay, die Uhr zeigt zumindest schon mal an, dass die Linien kalibriert sind. Wir gehen gleich nochmal kurz raus, um uns das anzuschauen. Naja, doppelt hält besser, ne? Das ist auch so. Alles klar. Wunderbar. Soll ich euch aber mal das absolut Bescheuertste erzählen oder zeigen? Habt ihr schon gehört, in welchen Trikots die auflaufen? Ja, normalerweise müssten wir damit bestimmen, ne? Ja, durch den zeitlichen Verzug jetzt, dass wir so spät erst gerufen wurden, konnten wir das ja nicht. Und jetzt haben die sich echt Trikots ausgesucht. Die Heimmannschaft läuft in dem Trikot auf. Okay, ne? Klassisches Rot. Soweit. So gut. Nichts gegen einzuwenden. Die Auswärtsmannschaft spielt in dem Rot. Ist ein Joke, oder? Ist echt ein Witz, ist das. Also, bei aller Liebe, aber das kann doch nicht sein. Ich sag euch direkt, das wird noch zu Diskussionen führen, dass die jetzt echt in dem
spielen. Ja, wir können das jetzt nicht mehr ändern. Dafür ist zu spät. Nee, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Vergiss es. Ich meine, schau dir das doch mal an. Ich meine, vergleich es mal. Ja, klar, ist ein Unterschied da. Aber das ist, boah, das wird. Ich verstehe es nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht kapieren. Deswegen auch immer gerne Ansagen treffen, wenn ihr irgendwas seht, bitte direkt ins Ohr. Oder halt, wenn ich im Rücken bin, auch im Zweifelsfall mit dem Pieper noch, dass es noch ein Signal für mich am Arm gibt. Das wäre wichtig, weil das geht so schnell, dass ich auch was übersehe oder falsch sehe, okay? Wir wollen am Ende ja nicht im Mittelpunkt stehen des Ganzen. Okay, perfekt. Gut, dann, wenn ich schon bei dem Thema bin, dann lass uns mal eben gucken wegen dem Thema Kopfhörer. Ja. Bitte was? Ich muss tatsächlich die nehmen, ja. Sonst die anderen, du weißt, ihr wisst, welche ich meine, die sind immer aus dem Ohr gerutscht. Immer. Ganz ehrlich, ich komme nicht darauf klar, dass. Das kann doch nicht wahr sein. Also, ich rall das echt nicht. Real Talk. Echt nicht. Die wollen es uns aber auch echt nicht leicht machen, oder? By the way, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das tatsächlich ganz schön. Bleibt unter uns, okay? Ich mag dieses Rot eigentlich ganz gerne. Aber ja, das ist natürlich. Macht unsere Aufgabe nicht unweigerlich einfacher. Oder nicht unwesentlich einfacher. Echt nervig. Oh, das ist so nervig. Egal, Kopfhörer, komm. Ich könnte mich da jetzt stundenlang drüber aufregen. Schauen wir mal eben. So. Okay. Du hast das Mikrofon schon da. Okay, gut. So, dann lass mich mal hören. Sag mal bitte was. Sag bitte noch mal was. Ich höre dich nicht. Nee, also klar höre ich dich so ein bisschen, aber durch den Kopfhörer nicht, sondern weil du im Raum bist. Nochmal bitte. Ich nutze mal den anderen Kopfhörer. Nicht, dass da irgendwie eine Fehlfunktion ist. So. Red mal, bitte. Was ist denn das jetzt für eine Technikkacke? Och, das kann doch nicht wahr sein. Ich höre dich nicht. Kein Spaß. Warte mal, vielleicht, wenn ich beide Kopfhörer reintue, aber normalerweise ist das ja. Da kann ich ja nichts anderes mehr hören. Aber versuch mal bitte zu reden. Ich verstehe dich nicht. Santa Maria, meine Güte, das kann doch nicht wahr sein.
Außerdem hast du das gehört, die sind jetzt noch am Schrummen des Rasens. Jetzt. Das Spiel beginnt gleich. Oh, Mann, Mann, Mann. Unfassbar, echt. Heute ist echt der Wurm drin, da. Ohne Spaß, ohne Spaß. Pass auf, ich versuche mal die Kabel gebundenen, okay? Ja, das ist jetzt ehrlicherweise unsere einzige Möglichkeit. Ich weiß auch gar nicht, wie ich sonst nach Köln kommunizieren kann. Ich meine, das Gerät ist am Start, das habe ich schon in der Hosentasche. Das ist kein Problem. Lass mich mal schauen, warte mal. Oh, der Kabel, ey, sag mal. Wo sind wir denn hier? So, warte. Jetzt muss ich das kurz einstecken. So, versuch mal was zu sagen, bitte. Warte. Ah, guck mal an, das klingt doch nach Sound. Ja, ich kann nicht verstehen. So, einmal den anderen Stöpsel. Sag mal was. Weiter, mehr. Mehr. Klar und deutlich, perfekt. Okay, dann müssen wir das heute etwas improvisieren. Dann machen wir das eben so. Ach, daran. Nein, rein da. So. Auch daran soll es ja nicht scheitern. Jetzt muss ich mir mal eben das hier so herziehen. So. Dass das auch da durchflutscht. Perfekt. So, alles klar. Gut. Sehr schön. Wir haben noch paar Minuten. Wir müssen gleich noch eben kurz den Soundcheck mit Köln machen. Ob da alles funktioniert im Videokeller, okay? Vorher natürlich noch meine Karten. Super, echt. Also der DFB hat wieder bombastisch eingekauft. Ja. Fantastisch. Haben wieder die optimale Technologie bestellt. Ich bin entzückt. Aber was ist denn heute los? Wir kommen super spät erst, weil wir nicht pfeifen sollten. Wir kriegen hier Trikots vorgesetzt, wo ich mir nur denke, so, ist es ein Witz? Die Kopfhörer klappen nicht, die ursprünglichen. Das kann eigentlich entweder nur ein richtig geiles Spiel oder ein richtig schlechtes Spiel werden. Ich hoffe auf ein richtig geiles Spiel, Freunde. Okay, warte mal. Gut. So. Unsere Karten. Ich sehe gelb und rot, das ist schon mal gut. Also, das hätte mir jetzt gefehlt, dass ich meine Karten nicht dabei habe. Ja, ich hätte auch irgendwie imaginäre. Hätte ich die eine Hand gelb gemalt, die andere Hand rot und hätte dann. Muss ich ja zu helfen wissen. Naja, klar. Natürlich. Hätte ich garantiert gemacht. Bestimmt. Okay. Was ist das denn? Och, ne. Och, komm, Leute, was ist denn heute los? Die Spielnotizkarte. Wieso ist die? Die ist schon teilweise beschrieben. Da ist schon mal Trikotfarbe blau und Trikotfarbe irgendwie durchgestrichen. Was ist das denn jetzt? Warte mal, ich krieg. Ah, ja, okay, der Soundcheck aus Köln. Ein Moment, lass uns mal hören. Hörst du mit? Ja, hallo, München aus Köln. München nach Köln. Nicht aus Köln. München nach Köln.
deutlich. Nee, wir sind noch in der Kabine, habt ihr es nicht gehört? Wir mussten relativ spontan hier einspringen. Ja, genau. Ja, immer hier läuft alles drunter und drüber. Habt ihr schon die Klamottenwahl gesehen? Ist super, ne? Ja, das ist fantastisch. Ich bin begeistert. Die Zuschauer werden es lieben. Ja, machen wir schon, aber soweit klingt gut. Ihr meldet euch, wenn was ist. Wunderbar, ich melde mich nochmal kurz bevor das Spiel beginnt, um auch auf dem Platz zu hören, dass alles passt. Eine Frage noch. Hattet ihr schon was gehört, ob die Torlinie kalibriert ist und alles? Okay, aber das schaffen wir jetzt natürlich nicht mehr. Alles klar. Wunderbar, danke dir. Ciao. So, okay, dann haben wir das auch schon mal. Dann ist das auch erledigt. Dann müssen wir da jetzt nicht noch irgendwie groß was machen. Aber das ist jetzt ein größeres Problem. Ich werde das wahrscheinlich noch wegbekommen, aber habt ihr da irgendwie drauf geschrieben? Ja, das ist aber Bleistift. Das werden wir wahrscheinlich noch wegbekommen. Trotzdem ärgerlich. Ich muss halt aufpassen. Ich möchte nicht irgendwie, dass ich da... Oh, das ist so mein persönlicher Horror, ja, ne? Dass ich dann plötzlich irgendwie einen Spieler eine Karte gebe. Zum Beispiel gelb-rot, obwohl er noch gar kein Gelb hatte. Weil ich mich verschrieben habe auf einer Seite irgendwie. Oh, furchtbar. Das kriegen wir aber hin noch. So, das darin. So, gelbe Karten. Ich, ohne Spaß, ne? Also eigentlich reicht ja eine, aber ich nehme mal besser zwei mit. Ich habe da irgendwie so im Gefühl, dass auf einmal einen Abgang macht und wahrscheinlich ein Wirbelsturm kommt und weg das Ding. Ich nehme mal zwei mit. Nicht, also wollen nicht übertreiben. Kann auch päpstlicher sein als der Papst. Ihr kriegt beide von mir die rote Karte. Wisst ihr was? Pass mal auf, wir machen das so. Du nimmst bitte nochmal eine gelbe und rote Karte mit. Ich ohne Spaß. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas schief läuft. Nenn es ein schlechtes Omen. Dass wir die heute nicht zeigen müssen. Okay, die kommen. So, okay. Was hatte ich dir... Nummer 9 auf beiden Seiten hatte ich dir gesagt, ne? Stadion voll hatte ich... Genau. Trikotfarbe, ja.
ist natürlich heute ein wichtiges Spiel, ne? Da müssen wir aufpassen. Die werden bis ans Limit gepusht sein. Müssen wir also schauen, dass das funktioniert, okay? Meine Uhr. Ja, du bist wenigstens halbwegs zuverlässig, muss ich ja mal sagen. Dann wäre noch schöner. Oh. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Ich würde sagen, wir gehen raus, oder? Schauen nochmal ganz kurz und dann let's go. Na dann.